Alter, was geht ab, Leute? Wir haben hier auf dem Weg zu einem Treffen mit einem Kollegen. Wir gehen ein bisschen über PvP, wieder Interview-Style. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ich habe gerade das Interview mit TZ hochgeladen, der krasseste Free-to-Play-Spieler. Ja, und die Reaktion kam nicht so gut an, leider. Auf jeden Fall treffe ich mich jetzt mit dem Kollegen, hat beide Boulder Cups hier in München gewonnen. Beide Surf Road Cups. Der erste war Boulder, der andere war Twilight. So, Leute, das ist der Kollege. Ich schäme mich ein bisschen für unser Setup. Das ist richtig räudig. Das ist der Kollege, hat beide Cups hier in München jetzt gewonnen. Ja, und ich habe ihn hier jetzt als Gast, weil wir reden ja immer über PvP, wie krass der Hype war und dann, wie es so richtig abgestürzt ist. Und eigentlich reden wir es immer nur schlecht. Deswegen wollte ich mal eine positive Seite, weil ich bin ja eigentlich offen dafür. Klar finde ich es nicht so toll, aber ich finde es eigentlich jetzt auch nicht so mega schlecht. Also ich wünschte mir, dass PvP beliebter wäre. Und auch die Seite, dass PvP immer nur Tap, Tap, Tap ist, kann ich nicht so unterstützen. Deswegen haben wir hier den Kollegen. Er hat es ja bewiesen, er hat beide Cups gewonnen. Da muss ja was dahinter stecken. Oh ja, wie fangen wir denn mal am besten an? Wir können ja mal einfach so, ich kann ja mal erzählen, was mir so an PvP halt gut gefällt. Ja, können wir machen. Und zwar ist es halt, dass es einfach, es ist eine Herausforderung in dem Spiel. Pokémon Go ist irgendwie recht einfach. Also man fängt halt so die Pokémon, man raidet, aber da muss man auch nur klicken. Und recht wenig, was so Nervenkitzel so darstellt quasi. Und also gut, du kannst noch so Raid Solo machen, du kannst noch so Duo, du kannst noch so hart am Time Limit so quasi diese Raids machen. Aber bei PvP, zumindest für mich, ist es halt so eine Herausforderung. Verstehe. Man muss sich eben Gedanken machen, man muss so sich vorbereiten erstmal, wenn man weiß, okay, jetzt steht dieses Turnier an, was weiß ich. Dann im Turnier selber ist es so, du bist so im Kampf und musst dir echt viele Gedanken machen, Überlegungen, erstmal so dein Team auswählen. Und ja, ich, keine Ahnung, ich spiele zum Beispiel auch ganz gerne Schach. Bei meiner alten Universität habe ich auch so Schachturniere organisiert. Und deswegen habe ich schon so ein bisschen so diesen kompetitiven Flair quasi, sage ich mal. Keine Ahnung, jetzt auch nicht extrem. Ja, klar, ich messe mich auch nicht die ganze Zeit an irgendwelchen anderen Leuten. Ja. So bin ich nicht, aber dann schon Lust, bei so einem Turnier mitzumachen. Ja, okay, und wie ist deine Meinung jetzt? Weil die meisten sagen ja, das ist ja eigentlich nur Tap-Tap. Und zum Beispiel, wenn man beim ersten Pokémon schon die falsche Wahl getroffen hat, hat man meistens schon verloren und sowas. Ist da so deine Meinung? Ja, also erstmal zu Tap-Tap. Ja. Klar, ich kann voll verstehen, dass es ziemlich stumpf ist. Und vor allem, wenn man halt dann so sieht, man muss jetzt so seine Ladeattacke aufladen, dann muss man halt so wie so ein Bekloppter da so drauf drücken. Ja. Ist halt irgendwo auch sinnfrei. Ja, aber ist halt so treu dem Pokémon Go Kampfstil erstmal. Und es ist halt dadurch, kommt Strategie rein, dass man eben, man hat diese verschiedenen Attacken. In PvP hat man eigentlich bei fast jedem Pokémon auch noch zwei Ladeattacken. Also man muss halt so diese Wahl treffen. Es kommen halt einfach noch mehr Elemente dazu, als nur zu tappen. Tappen ist halt so die Mechanik. Und was so die verschiedenen Fast Moves, die so unterschiedlich schnell aufladen oder unterschiedlich schnell viel Damage machen. Ja, klar, aber es ist schon erstmal Tap, Tap, Tap. Kann man nicht sagen und sieht auch so auf den ersten Blick relativ stumpf aus. Und zwar Surf Road Turniere, weil der Kollege meinte, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen jetzt mit Freunden, da motivationstechnisch und dann natürlich mit dem ganzen Turnieren und so, das Turnierfeeling. Also, was mich halt reizt, ist so diese Idee von diesen Sylph-Turnieren. Da ist quasi von der Sylph Road, die haben so Sylph Arena gemacht und das ist ein Unterfangen, was quasi ein globales Ranking erstellen will. Wo jeder Spieler einfach einzeln seinen Rank hat und den erhöhen kann durch einfach Teilnahme an Turnieren. Man muss jetzt nicht unbedingt gewinnen, man muss einfach nur teilnehmen, man muss mal hier und da einen Gegner besiegen und dann steigt man halt in diesem Ranking auf. Dann ist monatlich quasi, haben die so ihre Themen-Cups. Genau. Du hattest im Januar hattest du den Boulder Cup,
Das waren halt vier Typen, Kampf, Stein, Boden und Stahl. Bis quasi festgelegt auf diese vier Typen in der untersten Liga, also 1500 WP. Das ist so generell, also Silver Arena ist generell so in dieser Liga, weil sie es halt sagen, ja, dass halt jeder mitmachen kann, du brauchst kein hohes Level, du brauchst nicht viel Sternenstaub investieren und so weiter. Und die meisten Pokémon erreichen halt auch 1500 und sind deswegen halt auch zulässig. Jetzt im Februar war Twilight Cup, weil so Unlicht und Fee, Gift und Geist, genau. Ja, da habe ich zwei Turniere gespielt, da habe ich so das erste, letztes Wochenende habe ich eben gewonnen und dann hatte ich gestern noch eins, da war ich geteilter erster Platz. Ja, und da muss man halt quasi, man meldet sich an, man braucht nicht unbedingt einen Account, du kannst auch einfach mit einer E-Mail da rangehen und für dein Ranking brauchst du aber schon so einen Account, so einen Silver-Account. Und dann registrierst du quasi 6 Pokémon. Du sagst, okay, ich nehme den, der hat so und so viel WP und deine Gegner eben auch alle. Ja. Und dann am Anfang wirst du halt irgendeinem Gegner zugelost und du siehst dann quasi so dieses Match. Man spielt Best of 3, also musst halt 2 Kämpfe gewinnen. Und du siehst die gegnerischen 6 und du hast deine 6 halt. Und dann wählst du für einen Kampf, ist ja bekanntlich 3 gegen 3, also du wählst halt so deine 3 Pokémon aus. Und was ich schon mal cool finde, ist so diese ganzen so Research zu machen, erstmal was ist geil, was ist so in der Meta quasi, was werden so die anderen Leute bringen, was haben Leute vielleicht nicht, also irgendwelche regionalen, jetzt der neue Cup Tempest ist eben Flug als ein Typ, also für März kann man Flug bringen und Tropius ist halt ein richtig guter Kandidat. Hat jetzt nicht jeder, muss man halt wieder schauen, ja, mit wem kann ich so tauschen, wer hat ein gutes Tropius, muss ja dann auch unter 1500 quasi bleiben, was hat er so für Moves, wie viele von den anderen werden auch ein Tropius bringen und so weiter, so also, diese Vorbereitung, die quasi erstmal bevor du überhaupt dich auf deine 6 Pokémon festlegst. Und dann, na ja, gut, im Turnier selber, du hast so, du wählst halt so dann deine 3 aus, je nachdem, was der Gegner so gebracht hat, das macht eigentlich Spaß. Also es ist halt viel so, was machen die verschiedenen Attacken, wie viel Energie lädt es jetzt auf, so die Quick Moves, was sind so die Ladeattacken. Dann muss man schon so ein bisschen sich auch auskennen, muss man so wissen, der, keine Ahnung hier, Slimer kann zum Beispiel Donnerschlag jetzt halt neu spielen. Und dann bist du mit deinem Azumarill oder was weiß ich, deinem Baldorfisch, bist du halt dann nicht so gut aufgestellt. Interessant. Und also musst so eine Ahnung haben. Ja, ein bisschen verstehe. So musst dich so schon vorher so informieren, was alles so kommen könnte und was du halt dann einwechselst quasi gegen was oder wann du ein Schild benutzt. Ja. Ich klinge jetzt wie so ein Werbesprecher für Silver. Ja, genau das wollen wir. Das will ich das gar nicht. Interessant, ja. Macht nicht mit, ich will weiterhin gewinnen. Nee, aber der Cup an sich ist ja eine coole Idee. Das haben die auch natürlich sehr gut ausgedacht, ausgeklügelt. Aber jetzt natürlich im Vergleich dazu, Niantic an sich hat ja nichts dazu gemacht. Wie stehst du dazu im Niantic-PvP-System und den Belohnungen? Und zum Beispiel, großer Kritikpunkt ist, dass Gewinner und Verlierer dasselbe bekommen. Abgesehen, wir sprechen gar nicht über die Belohnung an sich, aber das zum Beispiel... Ja, Niantic sieht sich halt mehr so, als hätten sie so die Base quasi hergestellt. Ja. Sie haben uns so die Mechanik gegeben und dann wollen sie ja mit Pokémon Go, sie haben ja jetzt kein richtiges Spiel in dem Sinne, wo man halt irgendwie, man ist entweder der Beste oder so, man zockt es halt einfach, man fängt so die Pokémon und so. Es soll ja mehr so einen so diese Trainerrolle bringen und dann hat man halt in der richtigen Welt so die Pokémon, die man fängt. Und jetzt haben sie halt so diese Mechanik rausgehauen, wo man halt auch gegen andere Trainer einfach kämpfen kann, weil es schon ja auch zu dem Core-Spiel dazugehört, so quasi. Ja. Und sie überlassen das mehr oder minder der Community, dann eben so Turniere zu organisieren, ob das jetzt halt Silph ist oder ob man einfach so halt sich trifft, 4-5 Leute, keine Ahnung, man sagt, jeder spielt gegen jeden, gibt Punkte und dann schaut man halt, wer so der Beste in PvP ist. Oder man jetzt halt Stadtviertel-Turnier so richtig groß geht. Wir gehen raus an Mugat, der hat bei uns hier in München eins veranstaltet.
Genau, und gut ist mit der Belohnung, also klar, das hilft natürlich nicht so für diesen Ruf von PvP, zu sagen, ja, die einzige Belohnung, die man richtig will, ist halt so ein Sinnoh-Stein. Ist inzwischen auch wieder durch, also jeder hat seine Sinnoh-Entwicklungen gemacht, vielleicht sein Lucky und sein 100er noch entwickelt und dann brauchst du ja keine Sinnoh-Steine mehr, das heißt, es flacht auch ab, also die wenigsten Leute machen noch so ihre täglichen PvP-Kämpfe, gut. Aber so ist das Ganze auch gar nicht. Also es ist nicht so, so sehe ich das halt auch nicht. Es ist mehr so eine Base, die Niantic gemacht hat. Und alles andere ist so, ja, muss die Community selber organisieren. Okay. Oder ja, muss halt einfach, wenn du bald Bock hast, so mit deinen Pokémon zu kämpfen. Warum glaubst du denn, oder was ist so das Problem, dass so die große Mehrheit, ich sag mal, einfach direkt keinen Bock an PvP hat? Kannst du da dir irgendwas vorstellen? Der Hauptgrund ist wahrscheinlich einfach, dass die Leute halt Sammler sind, so von Natur aus. Sie sind halt Sammler und nicht Kämpfer, nicht unbedingt. Ich kann es auch voll verstehen, also ich sammle auch. Also man kann ja voll viel sammeln in Pokémon Go. Man kann 100er sammeln, Shinies, Luckys, männlich, weiblich, was noch alles. Keine Ahnung. Minis, sammeln ein paar Leute. Level 1, ja, genau. Also ich sammle auch, also ich freue mich auch über ein 100er Shigi. Entwickle ich Turtok, freue ich mich auch riesig. Shiny, ich freue mich, keine Ahnung, fange ich Shiny Groudon oder was weiß ich, Shiny Arctos. Ist okay, aber das sitzt halt dann wirklich nur rum in meiner Sammlung. Ich mache nichts damit. 100er Turtok, das ist doch egal, ob der jetzt 100er ist. Also klar kann ich sagen, oh, ich habe 100er Turtok oder ich habe 100er Kanto-Deck so komplett voll, kann ich sagen. Aber im Endeffekt benutze ich so ungefähr 10% dieser Pokémon. Ja? Und die Shinies, naja, die sehen schön aus, klar, mega cool, aber ja, die können jetzt auch nicht mehr als ein normales. Und da denke ich mir so, ich will halt was machen mit meinem Pokémon. Und klar, ich stelle ein paar in die Arenen, wenn ich sie behalten will, Blissey, Haltaira. Wenn ich irgendwie was füttern will, dann mache ich halt irgendwas, wo ich noch Bonbons brauche, so für den Pokédex Evolution. Aber zum Großen und Ganzen, ja klar, zum Raiden habe ich so meine Raid-Teams, aber ich habe 2000 Pokémon, das ist halt nicht mal ein Bruchteil von denen benutze ich tatsächlich. Die meisten schaue ich nie an. Verstehe, wirklich nie. Ja. Also habe ich halt, ja, hunderte Dings und hunderte von da, ja, sitzt halt rum und heißt irgendwie schön so hunderte, aber ja, benutze ich nicht. Und PvP gibt mir so diese Möglichkeit, quasi meine Pokémon eben alle zu benutzen. Also so früher oder später kommen halt auch irgendwie mal alle dran, so alle Typen. Okay. Dann gibt es die verschiedenen Ligen, also quasi ich kann jetzt nicht mein Mewtwo in der untersten Liga verwenden, ist klar, aber der ist halt dann in der Masterliga gut. Und ja, das ist so mein Punkt. Und viele Leute sehen das nicht so, die wollen einfach nur sammeln. Und außerdem ist ja jetzt so, wenn man sich so die ganzen Pokémon Go-Spieler anschaut, viele davon sind halt auch schon älter und dann fehlt so dieser Ehrgeiz, quasi so irgendwie sich zu beweisen. Ist ja auch völlig okay, die wollen halt einfach so ein Feel-Good-Spiel, die wollen so irgendwie ein bisschen rausgehen, Pokémon fangen, ist ja auch mega geil, ein bisschen raiden, haben so ihre Gruppe, ihre WhatsApp-Gruppe, ja. Okay, 3 Punkte, ich hoffe, du kannst sie alle merken. Ich sag's jetzt lieber jetzt sofort, bevor ich's vergesse. Punkt Nummer 1, du hast gerade öfters 100 angesprochen, IV-technisch, wie die da so eine Rolle spielen im PvP. Zweitens, die zweite Ladeattacke, die Kosten und ja, die Pokémon, welche du da boostest, beziehungsweise kann man das auch ohne schaffen, weil motivationstechnisch ist natürlich, wenn du da einfach irgendwas für die Liga boostest, das nicht mal zum Beispiel 100 ist und dann das halt nur für den Cup verwendest, weil du hast ja gerade gesagt, möglicherweise verwendest du irgendwann mal alles, aber auch bei Boulder Cup, sage ich mal zum Beispiel, gab es ja zum Beispiel bestimmte Meta-Pokémon, die waren halt Top-Tier und dann gab es ein paar, keine Ahnung, mir fällt nichts ein, weil ich mich darauf nicht vorbereitet habe, aber das wird ja auch dann nicht verwendet. Okay, ja klar, ja. Das stimmt. Also fangen wir mal bei Punkt 1 an, oder? Den 100ern quasi, also IVs. 100% IV nützt dir halt eigentlich nur was in der Master League, wo es quasi, du willst quasi auf die maximalen WP rauskommen, die das Pokémon erreichen kann. In allen anderen Ligen gilt, also in den beiden anderen Ligen gilt, dass du willst dein Stat-Product maximieren.
Genau. Und das geht eben dadurch, dass du halt die höchsten Stats hast, die man jetzt nicht sieht in Pokémon Go, bei dem niedrigeren WP-Level quasi. Ja. Und das erreichst du dadurch, dass du einen niedrigeren Angriffswert hast, weil der eben nicht mit einer Wurzel in die WP-Formel eingeht. Also Verteidigung und KP, die gehen quasi mit einer Wurzel ein und Angriff geht ein Faktor 1 ein. Und dadurch willst du, also grob, das ist auch von Pokémon zu Pokémon unterschiedlich, aber du willst grob einen niedrigen Angriffs-IV-Wert und möglichst viel Verteidigung und auch möglichst viel KP. Und dann kommst du quasi, also wir können jetzt mal Border Cup, MVP war Panzer Aeron. Nehmen wir mal als Beispiel. Ist halt so von Haus aus ein recht defensives Pokémon natürlich. Wenig Angriff, viel Verteidigung und ganz gute KP. Und da willst du quasi, um auf diese 1500 zu kommen, irgendwie bei Level 27 oder 28, willst du quasi 0 Angriff und 15 in Verteidigung und entweder 15 oder 14 in KP. Interessant. Und damit hast du quasi dann die höchsten Stats und das höchste quasi Stat-Produkt, was am Ende dazu führt, dass du halt am meisten TDO, Total Damage Output, hast. Verstehe. In dem Kampf. Ja. Und wenn jetzt, sagen wir mal, zwei Panzer Aeron gegeneinander antreten, eins ist, nehmen wir mal 100%, das ist halt dann niedrigeres Level 26 oder so, und dann haben wir ein 0-15-15 Pokémon, Panzer Aeron, das ist dann Level 28 und hat, klar, hat weniger Angriff, aber es überlebt halt länger und kann mehr einstecken und deswegen auch mehr austeilen. Verstehe. Und so ist es eigentlich mit all diesen Sachen. Außer wenn ein Pokémon quasi seinen Max-WP-Wert, also Level 40, unter 1500, so wie zum Beispiel Meditalis, da willst du dann halt wieder einen 100er haben und dann kommt der auf 1431. Ja, so viel erstmal zu IVs. Und klar, sehr interessant. Es geht so ein bisschen gegen den Strich von, was man so bisher gesammelt hat. Also klar, bevor PvP, wir wussten nicht, dass es mal so ein WP-Limit gibt quasi. Man wollte 100 haben, weil man dachte, ja gut, das sind die Besten. Aber jetzt mit PvP sucht man halt alles. Und auch das finde ich cool, mega. Dann schaue ich mir wieder jedes Pokémon an, schaue, dass halt der Angriffswert möglichst niedrig ist. Sehr interessant. Und ja, also Community Day. Neulich war Quiekel Community Day. Und Mamutel hat eben diese Antikraft-Attacke, die ja eigentlich nur in PvP was bringt, weil sie da ist sie, ich sag mal, durchschnittlich. Sie ist nicht so mega, aber sie ist besser als Steinkante. Okay. Und gut, sie hat jetzt diesen Boost gekriegt, darüber lässt sich streiten, ob das sich so lohnt, nach diesem 10% Boost so hinterher zu rennen, keine Ahnung. Aber jedenfalls ist es relativ gut. Und Mamutel ist Typ Boden und Eis, also Tempest Cup Kandidat. Und da habe ich quasi, also du fängst ja so im Community Day 300 Quiekel oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich so geschaut, ja, ich brauche ungefähr bei 300 WP einen, dass ich nicht zu viel pushen muss. Einen, der halt möglichst wenig Angriff hat, aber viel Verteidigung und auch viel KP. Und da war ich halt damit dann zugange. Und es war echt total gut, dass ich so quasi den noch entwickle, so in dieser Stunde danach. So, also so neue Ziele sozusagen. Neue Ziele, ja, genau. Mehr und zu tun, ja. Ist auch wieder so ein Anreiz. Klar, Shinies, also fängst du halt 10 Shinies, 100er, ich hatte 400er vorher schon, als Generation 2 halt da war. Überall die Quiekel, keine Ahnung. Ja, aber wie du es schon gesagt hast, selbst mit diesen 400ern, was machst du großartig mit denen? Raid ist halt ein bisschen, aber an sich, kann ich schon nachvollziehen. Verstehe, auf jeden Fall, ja. Die sitzen bei mir jetzt auch nur rum. Ja, klar. Gut, Rayquaza kommt und wenn ich dann sage, okay, ich will den unbedingt quasi Duo machen, dann brauche ich die ganzen Mamoswine, aber dann nehme ich halt dann auch Luckys. Weil dann ist es mir auch wurscht, ob der jetzt 100 ist. Ich will einfach nur dieses Duo hinkriegen und ich will nicht meinen kompletten Sternenstaub, also das kostet ja dann auch 1,5 oder 2 Millionen Sternenstaub, so 6 oder auch 8 Mamutel quasi zu maximieren für so ein Rayquaza Duo. Ja. Ist natürlich cool, ist auch ein Anreiz. Manche Leute sagen vielleicht, nee, mich interessiert nur das. Ich brauche die 100er, ich brauche die Lucky mit möglichst hohen IV. Und ist halt bei mir nicht so. Ich brauche halt so ein Mamutel unter 1500 oder halt unter 2500 und mit möglichst wenig Angriff. Ja. Und ja, also so viel zu den 100ern. Was war dein zweiter Punkt? Zweiter Punkt war die Ladeattacke. Da musst du ja für jedes Pokémon in der Liga auch die Ladeattacke aktivieren. Also so denke ich es mir, oder zumindest bei den meisten.
Und da fragt man sich natürlich, ist es das wert? Und dann deine Motivation dahinter und dann natürlich auch für die interessiert sind an PvP, ob man das auch überhaupt bei jedem machen muss oder spielt das jetzt nicht so einen großen Faktor? Das mit der Ladeattacke, ja. Also die Kosten sind meiner Meinung nach hoch. Und bei vielen Pokémon, die jetzt auch halt so in diesen Sylph-Turnieren gut waren, also mir fällt halt spontan ein Panzereron, der kostet halt dann 75.000 Sternenstaub, ist eine Menge. Aber das ist so der Top-Kandidat dafür, wo ich so sage, okay, der braucht jetzt nicht unbedingt Flash Cannon. Ich glaube, Lichtkanone heißt es. Ja. Der ist völlig okay mit seinen zwei Flug-Attacken, also quasi Flug-Quick-Move, Sky-Attack und, andersrum, Air-Slash und Sky-Attack als Ladeattacke. Aber ich muss sagen, dass ich generell bei allen meinen PvP-Pokémon, und ich habe inzwischen halt echt viele so reihenweise, die zweiten Attacken freigeschaltet habe. Und manchmal denke ich mir dann auch so, ja okay, ist jetzt schon heftig. Und ich glaube, das hilft auch nicht so diesem ganzen, dem PvP-System, dass die das so teuer gemacht haben. Okay. Ich fände es geiler, wenn die quasi gesagt haben, ja gut, man muss so ein bisschen reinstecken oder es kostet nur Bonbons oder so weiter. Dann wären vielleicht mehr Leute halt bereit, so dieses da reinzustecken. Verstehe. Aber auf der anderen Seite, dann sonderst du halt die Leute aus, die sich nicht so richtig reinhängen. Du hast halt dann so... Wenn man sich dazu entschließt, quasi so diese zweite Ladeattacke freizuschalten, dann ist man committed. Also dann will man halt in diesem Turnier so das Allermöglichste rausholen. Und ja, oftmals, also ich würde sagen, bei echt 95% der Pokémon, die jetzt bei Turnieren verwendet werden, ist die zweite Ladeattacke echt schon von massivem Vorteil. Und dafür sind jetzt die Kosten, ja, sind ein bisschen hoch. Und ja, aber wie gesagt, du brauchst es halt wirklich nur für PvP und du hast dann dieses eine Pokémon, das hast du dann. Du machst es ja nicht nur für den Sylph Cup oder was weiß ich. Das ist ja dann auch, also ich benutze mein Panzer-Aeron jetzt die ganze Zeit für so Great League-Kämpfe, einfach ganz normal. Das ist ein super Pokémon, ist halt gut gegen Altaria, was auch ein gutes Pokémon ist, und gut gegen Azumarill, und dann kann man es halt immer mit reinnehmen. Und ja... So, also so viel, klar, ich finde die Kosten hoch, ich finde es blöd, aber es sind zwei Seiten und es hilft, aber sie könnten es ein bisschen niedriger machen, finde ich schon. Also der dritte Punkt war, du hast es auch gerade angesprochen, Azumarill, Altaria, Panzergon sind so Top-Kandidaten, das ist da mit den Tiers und so, also ob es da wirklich so eine große Vielfalt gibt, wie man denkt, oder ob es auch da bereits schon... Okay, das sind eigentlich die einzigen, die man braucht, und der Rest hat eigentlich nicht wirklich eine Chance. Ja, also in diesen Sylph Cups, da entwickelt sich dann schon eine Meta. Ja. Und weil halt die Leute, die machen Simulationen und haben dann ihre Excel-Sheets, und da stellt sich dann schon raus, so der und der ist halt am besten gegen alles, was erlaubt ist in dieser Meta. Und dann hast du so quasi die Top-Pokémon. Aber dann hast du auch wieder... die Counter zu den Top-Pokémon, also das spielt dann mit rein. Ja. Also sagen wir mal, nehmen wir als Beispiel einfach mal den Twilight Cup, weil der jetzt gerade noch läuft. Du hast so diese Gift-Unlicht-Doppeltypen, also Skunkapoo und Alolan Slimog und Drapion, keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. Der Geist. Dieses Viech mit den zwei Armen. Nee. Ist so ein Skorpion. Genau. Ja, der Skorpion. Okay, der Skorpion. Der ist halt auch so vom Typ Gift und Unlicht. Und die waren relativ dominant. Okay. Und dadurch hat sich so quasi ergeben, dass halt Toxicroak, weil der einer der wenigen Pokémon ist, die einen Boden Fast Move, Ladeattacke kriegen, hat sich der so als mega der Konter rausgestellt und war quasi auf jedem Team zu sehen. Eben in Antizipation von diesen Doppeltypen, die eben nur Boden als Schwäche haben. Und dann hast du halt auch, du hattest halt viele Azumarill, die auch zugelassen waren, weil sie Typ Fee sind. Und dann haben sich da wieder die Konter dazu, so Tentoxa zum Beispiel, weil der halt vom Typ Gift ist, macht er gegen das Fee-Pokémon Azumarill relativ viel Schaden. Und er nimmt halt wenig Schaden von allen Azumarill-Attacken. Oder Baldorfisch, ungefähr das Gleiche. Und so entwickelt sich quasi, du hast so diese Top-Pokémon, dann hast du die Counter dazu.
Und es ist, klar, es ist ein enges Feld. Es begrenzt sich dann auf, sagen wir mal, 20 bis 30 Pokémon, die überhaupt nennenswert sind. Und dann kann man die noch so in unterschiedliche Tiers quasi klassifizieren. Aber ich habe zum Beispiel meinen Twilight Cup gewonnen mit einem Team, da war Balderfisch dabei und Togetic dabei. Jetzt okay. Beide, die waren jetzt nicht unbedingt Top-Tier. Ja, Balderfisch hat sich dann immer weiter noch so hochgesteigert, aber Togetic war halt echt so unterstes Tier, würde ich mal sagen. Okay. Aber viele Leute, die wussten halt zum Beispiel nicht, was der für Ladeattacken hat. Die waren dann so ein bisschen unvorbereitet auf den und der ist eigentlich relativ defensiv, also der hat gute Stats. Okay. Und der hat auch einen Psycho-Fast-Move quasi, also gegen die ganzen Gift-Pokémon auch geil. Und dann hat er auch Antikraft gelernt, also du hattest so ein bisschen so diesen Boost mit und der hat halt viele Leute bamboozelt, sag ich mal. Und sowas ist dann auch, da kann man auch immer noch mit reinnehmen. So, wo also hast du einen guten Metacall gemacht und den mitgenommen. Deswegen meine nächste Frage, du hast ja beide gewonnen, also was, wir haben ja angesprochen, dass die meisten eigentlich dieselben Teams mitnehmen. Wo würdest du sagen, ist deine Edge? Wie hast du das da rausgeholt, dass du halt beide gewonnen hast? Ja, gute Frage. Also es ist schon so, wenn man sich so die Lineups anschaut in einem Turnier, ist schon relativ viel gleich. Ja. Schwierig, also man muss erstmal dann eben dieses ganze Wissen haben, was alle von denen Pokémon, die so mitgebracht werden, was die für Attacken können. Okay. Und dann muss man so ungefähr so seine eigenen Pokémon kennen, quasi wer besiegt was. Also was ich mache vorher, wenn ich mich dann auf meine 6 festgelegt habe, dann nehme ich ein Blatt Papier, teile es in 6 so ein und schreibe halt immer das Pokémon hin und dann sage ich quasi, der ist gut gegen und wird halt besiegt von. Und dann schreibe ich quasi alles auf, was mir so einfällt und was so diese Simulationen so hergeben. Und ich lerne das jetzt nicht auswendig, aber ich schaue halt, dass ich mir das ungefähr so merke. Ja. Und dann habe ich so eben im Team Preview, wo ich die gegnerischen 6 sehe, weiß ich, okay, also von meinem Pokémon besiegt der die 3 und der die 3 und von den Gegnern besiegt der quasi den, den und den, also würde ich die jetzt nicht unbedingt bringen. Und das ist schon mal so die allererste Überlegung und die ist auch immens wichtig. Was bringe ich quasi? Was sind meine 3, die ich dann im Kampf habe? Und mit welchem Lead fange ich an? Also da gibt es ja, gibt's halt auch so ein paar Tipps. Wie wichtig ist denn der Lead? Weil manche sagen, der entscheidet ja eigentlich bereits schon alles. Weil ich habe ja diese Meinung, also manche verstehen das nicht, aber zum Beispiel, wenn du tauscht, dann kann der Gegner ja auch tauschen und das schlechte Matchup, das verändert sich ja nicht, das zögerst du ja im Grunde genommen nur hinaus. Genau, das ist absolut richtig. Lead, also um damit mal anzufangen, Lead ist auf jeden Fall wichtig. Du willst mit etwas anfangen, was so wenig Schwächen wie möglich gegenüber dem gegnerischen Team hat. Und da gibt es eben ein paar Pokémon, die sind besser geeignet und ein paar, die sind schlechter geeignet. Und so manche von diesen Websites, die so sich mit PvP befassen, die haben halt dann auch so Rankings nach Lead. Da kannst du quasi drücken Lead und dann möchtest du zum Beispiel Pokémon, die halt wenig Schwächen haben und auch welche, die relativ schnell ihre Ladeattacken raushauen. Weil du hast immer, am Anfang des Matches hast du halt immer noch Schilde. Dein Gegner hat Schilde und so weiter. Und dann musst du ihn schon mal so unter Druck setzen, indem du halt schnell die Ladeattacken raushaust. Mein Lead in Twilight Cup war Balderfisch. Echt geil. Also macht halt mit Aqua Tail ziemlich schnell Ladedamage und hat eigentlich kaum Schwächen. Also ich sage kaum Schwächen. Er ist halt vom Typ Gift. Er ist anfällig gegenüber Boden. Gut, also Toxicroak, aber gegen Toxicroak hat er jetzt kein richtiges Problem. Und dann gibt es noch, noch Omod, der mit Konfusion dann schon auch richtig viel Schaden macht. Aber generell sind das halt dann schon recht riskante Leads. Also sowohl Toxicroak als auch Omod sind recht riskante Leads und dadurch kann ich sagen, okay, mein Balderfisch, der macht seinen Job. Der ist jetzt nicht besonders gut in allen Matchups, aber er ist relativ solide, was so die grobe Masse angeht. Und dann kann ich den quasi safe als ersten reinnehmen. Und ja, dann das mit dem Switchen. Also eine Regel, die ich so für mich aufgestellt habe,
Ich gebe so meine tiefsten Preis quasi. Und zwar nie offensiv switchen. Okay. Also nie sagen, okay, du siehst jetzt da, der Gegner hat einen Bisa-Floor, du hast hinten noch einen Glurak, bringe ich meinen Glurak rein? Nein, niemals machen. Immer nur defensiv switchen. Wenn du offensiv switcht, ist der Gegner ja völlig frei, auch zu switchen, bringt dein Gesteins-Pokémon das Glurak zu. Defensiv switchen aber ist ganz wichtig. Okay. Also klar, du hast den gleichen Nachteil, dass dein Gegner auch switchen kann, aber du behältst dir quasi dieses Pokémon. Also wenn, sagen wir mal, der Gegner hat einen Omot drin, das macht Konfusion, macht richtig viel Schaden und ich bin mit meinem Toxicroak, stehe da, ich muss sofort switchen, quasi diesen defensiven Switch machen, weil sonst stirbt Toxicroak sofort. Okay. Dann kann der Gegner, okay, er kann halt dann, wenn er dann diesen auch einen defensiven Switch macht, dann haben wir halt zwei komplett andere Pokémon, die gegeneinander kämpfen. Und da kann... Ja, da kann halt irgendwas passieren. Ja, aber dann hast du ja später immer noch das Matchup. Ja, schon, aber hast du ja noch ein drittes Pokémon. Okay. Musst halt dann wissen, okay, der Gegner hat noch dieses Omot. Und du kannst mit deinen Schilden, bist du quasi flexibel. Also du kannst dir halt so das Pokémon, was du quasi noch brauchst, um dann diesen gefährlichen Gegner quasi zu besiegen, den musst du schilden, sozusagen. Oder du lässt halt einen sterben und bringst dann den Toxicroak wieder rein, bevor der andere wieder switchen kann, weil ja der Cooldown da ist. Und dann besiegt quasi Toxicroak dieses andere Pokémon erst. Und ja, also klar, so viel zu den Switches. Also ihr seht, steckt echt eine Menge Strategie dahinter. Was man im ersten Augenblick nicht so ahnen könnte oder würde. Ich kann euch noch einen coolen Trick verraten, und zwar bluffen. Man kann auch bluffen. Okay. Du hast ein Pokémon, das zwei Ladeattacken hat. Ja. Eine Ladeattacke, die lädt halt mega schnell auf und ist dann schon voll, und die andere nicht so sehr. Okay. Nehmen wir mal Velsa als Beispiel, weil der hat Lehmschuss als Quick Move und dann hat der Matschbombe und Blizzard. Okay. Lehmschuss ist so ein Fast Move, der relativ schnell Energie auflädt, und dann hast du diese Matschbombe halt ziemlich schnell fertig. Und dein Gegner rechnet damit, dass wenn du das quasi so machst, ganz schnell, dass dann eine Matschbombe kommt. Okay. Wenn du aber, angenommen, wir kämpfen gegen einen Panzer-Aeron mit unserem Velsa. Ja. Und dann machen wir Lehmschuss, und dann ist die Matschbombe fertig. Und dann, wenn wir Matschbombe machen, dann weiß der Gegner, okay, es ist halt safe Matschbombe. Mhm. Muss ich nicht schilden, weil mein Flugtyp Panzer-Aeron hält es aus. Ja. Kein Ding. Aber jetzt lädst du so lange auf, bis dein Blizzard auch fertig ist. Und dann weiß dein Gegner auch, okay, jetzt ist der Blizzard fertig. Machst dann aber nicht Blizzard, sondern machst Matschbombe. Und der Gegner rechnet mit Blizzard und schildert. Ja. Okay, also so diese Mindgames, dieses Bluffen, das mache ich oft. Das macht echt voll Spaß. Dann hast du so quasi, den Gegner weiß nicht, was er machen soll. Wenn er Blizzard nicht schildert, ist Panzer-Aeron unter Umständen in Schwierigkeiten. Und wenn er halt Matschbombe schildert, naja, dann hat er Matschbombe geschildert, Schild verschwindet, weißt du? Also, das ist so, macht halt mega Spaß. Das ist so. Klingt schon lustig, wenn du es so erzählst. Wie ist jetzt deine Meinung, also zu den ganzen Leuten, die dem PvP nicht gefällt? Denkst du, also viele sagen ja, das liegt daran, dass die Leute, sagen wir mal, zu faul sind, um sich damit genauer zu beschäftigen. Kannst du das nachvollziehen? Also ist das auch so deine Meinung, oder denkst du, nee, sie haben schon recht, da fehlt irgendwas, und ich bin, also du an sich, bin schon einzigartig, dass mir das so gefällt, aber der breiten Masse kann ich schon nachvollziehen, dass es denen nicht so gefällt? Oder liegt es eher an denen, dass sie sich da nicht genug damit beschäftigen? Also man kann sich eigentlich nur so richtig damit beschäftigen, wenn man auch Bock drauf hat. Okay. Wenn man jetzt einfach nur irgendwie zum Turnier geht, um da irgendwie mal zum Turnier zu gehen und sich nicht so richtig vorbereitet, hat man halt auch nur minder viel Spaß. Das kann auch Spaß machen. Okay. Also man muss auch nicht sich vorbereiten, man muss wissen, okay, den und den Typ kann ich mitnehmen. Ja. Ich will einfach nur Spaß haben, ein paar Kämpfe, vielleicht gewinne ich ja mal, vielleicht bringe ich was die anderen Leute nicht erwarten und so weiter. Aber, also ich bin da halt dann ehrgeizig, ich will auch relativ gut abschneiden, da habe ich so diesen Ansporn an mich selber, ich bereite mich vor, und das hilft ungemein, also das braucht man schon, aber jetzt nicht unbedingt, das kann auch wirklich so Spaß machen, und ich glaube, dass eben die wenigsten Leute so, das geht da wieder darauf hin zurück, was ich vorhin schon gesagt habe, die Leute wollen halt so sammeln und wollen irgendwie, dann kommt der neue Raid-Gegner, dann wollen sie so diese Infographic quasi anschauen und dann sehen sie, okay, wen benehme ich, und dann suchen sie in ihrem Pokémon den aus, ist alles für sie gemacht, dann müssen sie nichts selber machen,
Ja, gegen Palkia nehme ich meinen Rayquaza und meinen Dragoran. Okay, klar, ist ja auch völlig okay, aber musste dir halt wirklich nichts, erfordert kein Können, sage ich jetzt mal so schnell. Ja, klar. Und in PvP, da musst du auch dann Lust drauf haben, quasi zu sagen, okay, hier ist die Meta, was kann ich bringen, was habe ich, was kann ich irgendwie mehr tauschen oder so und worauf habe ich auch Bock, also was will ich auch mitbringen. Und dann schaut man sich so an, ja gut, was die Gegner alle für Attacken so lernen können, worauf man jetzt vielleicht aufpassen muss, man ist ja dann so, wenn man so sein Team zusammenstellt, hat man jetzt vielleicht 3 Pokémon, die man auf jeden Fall mitnehmen will und dann schaut man so, okay, wogegen sind die schwach, was muss ich also noch mit reinbringen und so addieren sich halt dann Nummer 4 und Nummer 5 und Nummer 6 und ja, da sitzt man dann schon so ein bisschen halt vor dem Internet. Eine Seite, die ich empfehlen kann, ist PvPoke. Macht so relativ gute Simulationen. Man kann dann halt so den Kampf simulieren, also das Pokémon mit den und den IVs und den Attacken gegen das Pokémon. Wie schneidet er ab, wenn er einen Schild hat, wenn er 2 Schilder hat oder wenn er halt keinen Schild hat. Und man kann sich vor allem so die Rankings anschauen. Man kann sagen, okay, ich will jetzt ein Hyperliga-Battle machen. Wer ist denn da so gut alles? Okay, dann sticht halt raus Giratina. Dann sagen wir, ja gut, Giratina ist halt so overpowered, dass wir halt den rausnehmen. Okay, was ist als nächstes gut? Und dann kommt halt so Sachen wie Seedraking raus, Bisaflor oder also es gibt echt richtig viele. Und dann schaue ich so im Ranking und schaue ich so, auf was habe ich Lust, was habe ich, was kann ich noch ein bisschen pushen, wo ist vielleicht auch die zweite Ladeattacke billig. Also sowohl Glurak als auch Bisaflor ist halt die Starter, sind halt total billig, kostet 10.000 und die sind auch wirklich gut. Ja. Klingt sehr interessant, erinnert mich an die alten Zeiten, Yu-Gi-Oh! Deckvorbereitung, Turniervorbereitung, da sein Deck zusammenstellen, also an sich klingt alles schon sehr lustig. Dementsprechend die letzte Frage, was glaubst du könnte Niantic oder allgemein, was könnte man verbessern, damit halt die breite Masse auch mal ein bisschen mehr Lust hat auf PvP? Also was Niantic auf jeden Fall machen kann, ist irgendwie einen Ansporn bringen, an den Turnieren teilzunehmen, okay. Ob das jetzt Sylph Arena ist, oder ihre eigenen, vielleicht bringen sie ja auch mal irgendwie ihre eigenen mit. Und dass man halt was davon hat. Weil ich glaube, es ist echt ein Problem, dass man quasi, wenn man sich mit PvP auseinandersetzt und dann da gut ist, man hat im Spiel nichts davon. Man kriegt keinen Sternstaub, man kriegt keine TMs, keine Sonderbaumes, gar nicht. Also man kriegt halt so ein bisschen 3 Kämpfe am Tag, aber kann man vergessen. Und was sie noch machen könnten, ist so diese, also wenn ich jetzt so Fernkampf mache, so quasi zum Üben, die Freundschaftslevel, die man braucht, halt so ein bisschen, also um eins runtersetzen, so quasi, dass du sagst, okay, du musst so eine Woche mit dem befreundet sein und dann kannst du gegen den kämpfen, kannst du gegen den üben. Weil ich habe jetzt also durch die Turniere halt echt viele Leute so kennengelernt und dann sagen die, ja, lass mal befreunden und dann können wir mal üben, bevor das Turnier ansteht, schadet ja uns beiden nicht und ist auch so und habe ich auch richtig Lust drauf. Und ja, das könnten sie noch machen. Ich bin echt zuversichtlich, also neulich war ja so Sylph Road war halt in San Francisco, Dromes und Marco waren da und haben sich so mit denen auseinander und was ich so, also man munkelt viel, dass sie halt so über auch PvP und die Zukunft von PvP quasi gesprochen haben mit Niantic und da kann ich mir auf jeden Fall eine Kooperation eben vorstellen, dass sie dann auch quasi so sich gegenseitig halt unterstützen und dann so auch so ein bisschen so Rücksicht genommen wird so auf diese Turnier-Organizer, die quasi, dass da quasi kein Event ist. Da ist jetzt nicht dann Perlu an dem letzten Wochenende im Monat, wo halt viele Leute ihr Turnier jetzt quasi haben, sodass die Leute sich entscheiden, okay, entweder sie verpassen halt so ein bisschen vom Perlu Quest Day oder sie machen bei diesem Turnier mit oder so. Also zumindest also ich kann mir das vorstellen und neulich habe ich auch ein Interview mit Matt Slemon gelesen, das ist so der Product Manager bei Niantic, der hat ein Interview mit Polygon gemacht, kann ich dir auch mal den Link schicken, da hat er gesagt, dass sie echt noch, also sie sind jetzt erstmal fertig quasi mit so, was so Features aus den Main Games angeht, so importieren und was sie jetzt noch machen ist einfach Features verbessern und er hat halt ausdrücklich gesagt, dass PvP verbessert wird. Und es wird auch leichter, Gegner zu finden, quasi. Und was genau er damit meint, bleibt offen. Aber es ist noch auf keinen Fall fertig mit dem Feature. Und ja, ich habe auch auf jeden Fall echt Bock, was alles noch so kommt. Ja, also wenn ich dir so zuhöre, dann kriege ich auch Bock. Muss ich ehrlich sagen.
Dementsprechend. Ja, nächstes Turnier, Tempest Cup, wir können uns jetzt gleich vorbereiten. Klar, wieso nicht? Dementsprechend, Leute, steigt auf den PvP-Train auf, weil es ist noch nicht zu spät. Ich werde auch noch irgendwann aufsteigen. Ich hab da eigentlich auch große Pläne, aber bisher, wie gesagt, die Motivation noch nicht da. Aber es kann nur besser werden, also wir werden es sehen. Ich bedanke mich an den Kollegen für seine Zeit, für seine Info und für seine Insider-Information. Ich hoffe, die können euch weiterhelfen. Ja, schauen wir mal, was wir noch so treiben werden. Aber das war's erstmal von uns. So, das war's mit dem Gespräch mit dem Kollegen. Er hat beide Silver-Turniere hier in München gewonnen. Mal schauen, ob er den dritten auch gewinnen kann. War sehr interessant, seine Meinung, seine Perspektive zu PvP zu hören. Wie gesagt, bisher haben wir immer nur die Gegenseite, die negative Seite gehört. Ich fand's sehr interessant, hat sich wieder hinausgezögert, aber naja, PvP ist ein großes Thema, ein tiefgründiges, komplexes Thema. Aber das war's erstmal von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu PvP. Hat euch dieses Video, diese Perspektive, eine neue Sicht auf PvP gegeben? Gebt dem PvP nochmal eine Chance und denkt ihr, dass PvP irgendwann irgendwie interessanter werden könnte? Nochmal Shoutout und danke an den Kollegen. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.